ist ein Begriff geprägt worden mit der Zwickauer Zelle, die wir für uns ganz konkret aus Zwickau so ja, medial vielleicht verstehen können, aber letztendlich nicht nachvollziehen können. Also dass unsere Stadt mit diesen Verbrechen, mit den Rechtsterroristen in Verbindung gebracht wird, ist schon für uns ein Ereignis, was erstmal unsere Arbeit auch im Bündnis nicht in Frage gestellt hat, aber wo wir schon die Frage stellen mussten, wie ist das möglich, wie kann das sein? Das heutige Bündnis für Demokratie und Toleranz hat sich 1994, 1995 gegründet. Damals hieß es noch Bündnis gegen Rechts, und Bündnis gegen Rechts hat ein ganz klares Zeichen letztendlich. Wir haben uns auseinandergesetzt mit den ersten Aktivitäten, rechtsextremen Aktivitäten, Übergriffe, die hier in Zwickau, die hier in der Zwickauer Region stattgefunden haben. Und da uns das als Demokraten überhaupt nicht gefallen hat, haben wir gesagt, als erstes müssen wir mal Flagge zeigen und zeigen, dass Demokratie wehrhaft ist in dieser Stadt. Beim Bündnis gegen Rechts hatten einige Befindlichkeiten, dort mitzuarbeiten. Und deshalb ist es besser, für etwas zu sein. Und das Bündnis hat sich formiert unter Bündnis für Demokratie und Toleranz. Die Bündnisarbeit als solches ist natürlich jetzt fast 20 Jahre hier in Zwickau. Und das hat natürlich eine ganz große Entwicklung genommen. Das Wichtigste war am vorigen 1. Mai, als wir hier die Demonstration auf dem Hauptmarkt hatten mit den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind an die Stelle marschiert, wo die Rechten glaubten, die Platzhoheit zu haben. Dann kam ein Gedenkgottesdienst im Dom, und nach dem Ende des Gottesdienstes ist auch die gesamte Mannschaft aus dem Dom dort noch mit hinmarschiert. Und ich denke, diese Gemeinsamkeit, diese Breite, die hatten wir so noch nicht. Und wir haben Projekttage, speziell auch Gedenktage, die für uns sehr wichtig sind, die immer wieder auch ins Gedächtnis gerufen werden müssen, sowohl bei den Bürgern als auch bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben im April jedes Jahr die Demokratietage, die, wie ich finde, immer mehr in die Öffentlichkeit rücken, immer mehr wahrgenommen werden von den Bürgerinnen. Wir versuchen, auf das einzugehen, was zielgruppengerecht ist. Also wir haben uns in diesem Jahr entschieden, das Thema Sport in den Vordergrund zu stellen, weil wir gemerkt haben, uns fehlt noch so ein bisschen die Zielgruppe Jugendlicher. Wir sind einfach froh, dass wir heute auch hier sein können. Wir waren schon mal hier vor 6 Wochen. Wir haben heute Mittag eine Schildanbringung hier in der Stadt gemacht. Das ist ja so unser bisschen Markenzeichen. Also ich glaube nicht, dass mit dem heutigen Tag das letzte Mal, dass wir hier gewesen sind, sondern wir möchten einfach die Stadt weiterhin unterstützen mit unserer Initiative, und die Stadt unterstützt uns. Und deswegen sage ich immer, das ist das, was man braucht. Gemeinsam an einen Strang ziehen, und dann kann man einiges erreichen. Botschafter für Demokratie und Toleranz. Bündnis für Demokratie und Toleranz der Region Zwickau.